Liebe Schwestern und Brüder, Gott steht unserer Welt bevor. Darüber haben wir die letzten 3 Wochen im Advent immer wieder nachgedacht. Auch in der Frage, wie kommt denn Gott zur Welt? Hat Gott überhaupt einen Platz, dass er ankommen kann, dass er aufgenommen wird? Und am letzten Sonntag noch haben wir zumindest versucht, darüber nachzudenken, auch als Anregung für die 3. Adventwoche, ob es in meinem Leben einen Platz gibt für Gott. Mache ich ihm Platz? Biete ich Gott in meinen Überlegungen, meinen Lebensplanungen einen Platz an? Lassen wir Gott ein? Wie kommt Gott zur Welt? Immer wieder auf der einen Seite in Wiederholungen, aber doch in neuen Akzentuierungen hören wir adventliche Texte aus der Heiligen Schrift, die genau diese Frage beantworten wollen und uns damit manchmal verdeckte, manchmal deutliche Hinweise geben. Wer sich auf die Suche nach adventlichen Texten in der Heiligen Schrift macht, kommt nicht so schnell heraus beim Hebräerbrief. Der ist ein bisschen vom Gefühl her sperrig. Da sagen wir, das ist eine komische Theologie. Da wird nicht direkt was erzählt. Das ist nicht direkt eine Geschichte im Hintergrund. Und das ist nicht wie Paulus, der auf Situationen versteht, auch wenn uns sicher nicht alles passt, was Paulus sagt. Zumindest kann man das ja immer wieder lesen und hören. Aber der Hebräerbrief ist sicher auch kein Text, den wir einmal zur privaten Bibellektüre leicht herbeiziehen. Mit diesem Text tut man sich schwer. Und doch werden wir gerade in den nächsten Tagen, so auch heute in der 2. Lesung, Texte aus dieser Schrift hören. Weihnachten schon. Wenn davon gleich am Anfang des Hebräerbriefes die Rede ist, dass Gott auf so vielfältige Weise zu den Menschen spricht. Und diese Vielfältigkeit, die wird uns heute neu bekannt gemacht. Denn hier wird der Advent direkt thematisiert in dem, was wir als 2. Lesung hörten. Bei seinem Eintritt in die Welt spricht Christus. Also wenn Gott kommt, dann müssten wir sozusagen sämtliche Organe aufschließen, nicht nur die Ohren aufstellen. Solche Ohren müssten wir haben. Was passiert denn dann? Wenn Gott kommt, spricht Christus. Also wenn Advent Wirklichkeit wird, was sagt er dann? Wissen wir es noch? Es steht in der Schrift geschrieben, Christus beim Eintritt in seine Welt, in seine Schöpfung, in sein Eigentum, wie es das Johannesevangelium am Beginn Weihnachten nennen wird, zitiert zunächst die Heilige Schrift, einen Psalm. Schlacht und Sündopfer forderst du nicht. Ich komme, deinen Willen zu tun. Liebe Schwestern und Brüder, das ist das Geheimnis des Advents. Das ist auch das Geheimnis von Weihnachten, dass es Menschen gibt. Und deshalb schauen wir immer, wie der Hebräerbrief sagt, auf das Urbild, das Vollbild des Glaubens auf Christus. Dass es Menschen gibt, die den Willen Gottes hören, die ihn kennen wollen und ihn tun. Das ist auch das Geheimnis des 4. Adventssonntags mit diesem schönen Introitus, den wir ja schon immer wieder einmal anklingen lassen und in dem Lied, das wir gesungen haben, Tauet Himmel. Wie kann denn der Himmel brechen? Wie kann denn wirklich Gerechtigkeit auf diese Erde niederregnen? Das Negativbeispiel konnten wir in den letzten Tagen, in der letzten Woche sehen. Wenn so ein Gipfel wie der Klimagipfel komplett in die Hose geht, wenn nichts geht, wenn jeder nur seins durchsetzen will, keiner gibt nach. Und vielleicht ist es einmal gut, dass die kleinen bedrohten Inselstaaten, die demnächst im Pazifik irgendwo versinken, einmal den Mund aufmachen und sich nicht von einem Obama und einer Merkel irgendwas in die Augen streuen lassen, auch keine Dollarscheine in die Tasche stecken lassen. Vielleicht ist das gut. Aber es ist doch irgendwie erbärmlich, dass selbst in der größten Bedrohung die Menschen erfahren können, dass sie nicht zusammenfinden. Dass sie immer noch zunächst jeder und jede für sich denkt und für sich kämpft und das Seine durchsetzt. Ist das nicht erbärmlich? Aber so sind wir eben. Wir müssen gar nicht auf die in Dänemark zeigen, in Kopenhagen, so sind wir. So ist der Mensch. Deshalb braucht es eine andere Voraussetzung und das zeigt Christus. Und neben Christus gibt es eine andere Person, die es deutlich macht, heute an diesem 4. Advent.
Wenn wir in dem Tagesgebet das sprechen, was wir immer im Engel des Herrn beten, dann rückt diese Person in den Mittelpunkt, gerade heute. Es ist Maria. Hans-Urs von Balthasar, der Theologe, hat einmal diese Haltung, die notwendig ist für den Advent Gottes und damit es Weihnachten werden kann, mit zwei Worten beschrieben, die ich wunderschön finde und die wir mitnehmen sollten. Diese Haltung hat er umschrieben mit wehrlos und fruchtbar. Wehrlos zu werden und darin in dieser Wehrlosigkeit fruchtbar zu sein. Das ist offenbar das Geheimnis des Advent. Nicht diese Wehrhaftigkeit, die wir permanent an den Tag legen, wo wir immer meinen, das verteidigen zu müssen. Das gibt es im Kleinen ja auch, das kann man nicht, konnte man nicht nur auf dem Klimagipfel beobachten, da nun auf der Riesenbühne auch angesichts einer nicht geringen Bedrohung für die Menschheit, vielleicht einer Schicksalsfrage für uns alle. Wir können das zuweilen auch schmerzhaft in der Kirche beobachten. Es ist Hans-Urs von Balthasar, der darauf schon vor etlichen Jahren aufmerksam gemacht hat. In diesem Kampf, er spricht geradezu von einem kriegerischen Hass zwischen Progressiven und Traditionalisten und strammen Konservativen. Man muss nur einmal das Ohr hinhalten, am besten tut man es gar nicht, wie da übereinander gesprochen wird. Wer die entsprechenden Homepages aufruft, ich habe das in den letzten Tagen am Werktag schon mal in einer kurzen Ansprache gesagt, der erschrickt vor dem Hass, der da gedruckt wird. Es ist unglaublich. Und das unter dem Dach der Kirche. Kirche wollen sie ja irgendwie dann doch alle sein. Christen nennen sie sich alle. Aber es ist unbeschreiblich. Diese Haltung, die da sich so gegeneinander in Position bringt, von Balthasar sagt dazu, es sind zwei Machthaltungen, von Machtgelüsten eingegebene pseudo-christliche Ideologien, die nur eines nicht wollen. Und jetzt sollten wir wieder gut zuhören. Nämlich das wahrhaft Christliche. Die Selbstüberantwortung. Das sich loslassen. Die Wehrlosigkeit gegenüber Gott, gegenüber Christi Lehre, Tat und Person. Die nur eines nicht wollen. Die Selbstüberantwortung, das sich loslassen, die Wehrlosigkeit. Gestern Abend rief mich ein Theologiestudent an. Der hat gestern den ganzen Tag ein Seminar gehabt, fast 12 Stunden lang. Und da hat ihm der Dozent deutlich gesagt, so etwas wie Hingabe gibt es nicht. Das ist Quatsch, das ist Ideologie. Und er war ganz entrüstet und hat gemeint, ich könne ihn trösten. Ich habe es dann versucht, so gut ich konnte. Liebe Schwestern und Brüder, wenn es Hingabe nicht gibt, brauchen wir Weihnachten nicht zu feiern. Dann lassen Sie uns heimgehen. Dann gehen wir gleich zur Tagesordnung über. Dann geben wir das bisschen Geld, das wir noch haben oder das wir jetzt neu gekriegt haben. Ich meine, das Geld gibt es ja schon lange nicht mehr. Hauen wir auf den Kopf, lassen den lieben Gott einen guten Mann sein und das war's. Ich bin auch dafür, dass wir dann die Ehen auflösen, dass wir die Kranken sich selber überlassen, irgendwann sterben sie von selber, dass wir das alles sein lassen, wenn es Hingabe nicht gibt. Wenn ein solcher theologischer Volltrottel wirklich recht hat. Wie lebt so ein Mann, fragt man sich. Ohne Hingabe. Hat er je erfahren, dass er geliebt wurde? Hat er das je beantwortet? Bis in den Bereich der Sexualität? Wie könnte ein Kind entstehen unter Menschen ohne Hingabe? Wir alle säßen gar nicht hier ohne Hingabe, schon ganz im biologischen Sinn. Nein, liebe Schwestern und Brüder, Nietzsche hatte nicht recht, wenn er von dem Menschen als ein nicht festgelegtes von einem nicht festgelegten Tier spricht, das seinen Trieben überlassen ist und von dort gesteuert wird. Nein, wir müssen die Fähigkeit zur Hingabe, wir haben sie und wir müssen sie immer wieder neu lernen. Und am 4. Advent lädt uns Maria ein, nach dem Wort Christi, das wir im Hebräerbrief hörten, diese Hingabe und Wehrlosigkeit neu zu lernen, neu zu buchstabieren. Wehrlos und fruchtbar. Die Quelle dafür ist die Gnade Gottes, die Maria zugesagt wird und die Maria überschattet. Maria ist Geschöpf wie wir. Das ist das Schöne daran, dass wir
ja, sie, dass wir sie als Schwester im Glauben, als unsere Mutter verehren, anrufen. Aber sie ist ein Geschöpf, ein ganz besonderes. Noch einmal Hans-Urs von Balthasar. Sie ist das Geschöpf, das als einziges keinerlei Widerstand der Gnade gegenüber geleistet hat und deshalb die empfangene Gnade nicht egoistisch für sich beansprucht, auch nicht als Sünderin für sich braucht und verbraucht, sondern mit ihr tut, was die Gnade will, weitergeben, verschenkt und verströmt werden. Je aufnahmebereiter einer für die Gnade ist, desto aktiver, leistender wird die Gnade mit ihm und er in ihr. Das ist genau das, was das Evangelium heute erzählt. Maria kapselt sich nicht ein, sie zieht sich nicht zurück in ein begnadetes Ghetto von Nazareth, weil sie jetzt den Sohn Gottes zur Welt bringen kann. Nein, in dieser Gnade, in der Begnadung führt sie der Weg sofort hinaus durch das Bergland von Judäa zu ihrer Verwandten Elisabeth, weil sie gehört hat, dass sie ein Kind erwartet und der Hilfe bedarf. Und dann findet Begegnung, begnadete Begegnung zwischen diesen beiden Frauen statt. Und obwohl Elisabeth gar nicht wissen kann, dass auch Maria schwanger ist, erlebt sie eine Freude, und das können wahrscheinlich nur die Frauen, die ein Kind geboren und erwartet haben, hier in dieser Runde nachvollziehen, wie es ist, ganz innerlich, tief körperlich berührt zu werden von einer Freude, von einem lebendigen Wesen, das man im Leib tragen kann, das man beherbergen darf und dem man in das Leben hinein und auf die Welt hilft. Vielleicht finden Sie die nächsten Tage Gelegenheit, die Frauen, die das erleben durften, auch davon zu erzählen, wie das ist, welcher vitale Vorgang, wie Gott sich das zu eigen macht, um uns zu erzählen, wie es ist, wenn er in diese Welt kommt. Damit Advent werden kann, damit Weihnachten geschieht, liebe Schwestern und Brüder, braucht es Menschen, die wehrlos sind und fruchtbar. Und schauen wir ganz fest auch in den kommenden Tagen auf Maria, in unserem Beten, in unserem Betrachten, vielleicht in aller Stille, nur im Schein einer Kerze und in einem guten Marienbild, wo uns das nahe kommt. Die Wehrlosigkeit und Fruchtbarkeit, wie Gottes Freude bei uns ankommt. Dann kann es Weihnachten werden.